Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sollten uns ab und zu mal daran erinnern, warum es das Saarland überhaupt gibt. Demnächst jährt sich zum 100. Mal die Entstehung des Saarlandes bzw. Saargebietes. Die Sieger des Ersten Weltkrieges wollten dieses wichtige und wirtschaftlich höchst interessante Gebiet unter ihre Kontrolle bringen. Vor allem Kohle und Stahl waren das Ziel ihrer Begehrlichkeiten. Auch heute noch sind wir im Vergleich etwa zur Westpfalz und anderen deutschen Gebieten etwas Besonderes. Unter anderem wegen unserer immer noch wichtigen und auch in Zukunft wichtigen Stahlindustrie, die unser Land historisch, politisch und nicht zuletzt kulturell geprägt hat. In der saarländischen Industrie nun und insbesondere in der Stahlindustrie zeichnen sich schwerwiegende Probleme ab, worüber wir gerade reden. Für fast ein Viertel der Beschäftigten sind Entlassungen angekündigt. Zusätzlich sollen befristet Beschäftigte nicht übernommen werden. Probleme in der Stahlindustrie sind nicht ganz selten, deshalb sind sie aber nicht weniger dramatisch. Konjunkturschwankungen vor allem, aber auch Energie- und Rohstoffpreise können das Geschäft verhageln. Daran lässt sich nicht viel ändern. Was sich allerdings von Seiten der Regierung ändern lässt, sind allerlei Vorschriften, Verordnungen und Gesetze, die sich mehr oder weniger als Förderung auswirken können, die sich aber meistens als zusätzliche Belastung erweisen, als zusätzliche Bürokratie, zusätzliche Nachweispflichten, zusätzliche Umweltauflagen, Statistiken und so weiter. Und die letztlich zusätzliche Risiken für Arbeitsplätze, Wohlstand und Freiheit der Bürger mit sich bringen. Das ist hier passiert. Die Bundesregierung hat eine neue Steuer erfunden, eine Steuer auf heiße Luft, eine Steuer auf CO2, das bei der Erzeugung von Hitze und heißer Luft eben entsteht. Um den verhassten Begriff einer neuen Steuer zu vermeiden, wurde von Bepreisung gesprochen. Und um die Sache noch ein bisschen unverständlicher zu machen für den Normalbürger, wurden sogenannte Emissionszertifikate und ein betrugsanfälliges Handelssystem mit diesen Zertifikaten erfunden. Im Saarland nun führt dies dazu, dass die Erzeugung von Roheisen und Stahl künstlich enorm verteuert wird. Die Vorstände der saarländischen Stahlindustrie haben lange vor den verheerenden Folgen gewarnt, ohne Erfolg. Sowohl die Regierung Karrenbauer als auch die Regierung Hans sind lieber dem grünen Zeitgeist nachgelaufen. Man will das Klima auf der ganzen Welt, in den Wüsten und den Tropen, an Land und auf den Meeren, am Nordpol und am Südpol, in Berg und Tal, bei Tag und Nacht auf gewünschte Temperaturen einstellen. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Eine kleine Anleihe bei William Shakespeare. Der Wahnsinn ist jedenfalls in Gang gesetzt worden, ohne genügende saarländische Gegenwehr. Und jetzt haben wir den Salat auch bei uns hier im Saarland. Die Stahlindustrie hat Massenentlassungen angekündigt wegen zu hoher und steigender Kosten, wobei insbesondere und immer wieder diese Zertifikatekosten genannt werden. Was ist also zu tun im Rahmen des vorgegebenen Wahnsinns? Wenn man denn Klimaschutz betreiben will, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Kosten dürfen nicht auf eine oder zwei Branchen der Wirtschaft und speziell deren Arbeitnehmer niedergeschlagen werden. Deshalb fordern wir, dass die Kosten für heiße Luft, also die Kosten für Emissionszertifikate, aus Mitteln des Bundes, den Saarhütten und Gießereien erstattet werden. Die europarechtliche Möglichkeit zur Hilfe für Industrien ist gegeben auf der Grundlage des Artikels 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und aufgrund der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Das sind Bestimmungen, die eine Sonderwirtschaftszone ermöglichen. Solche Zonen, meine Damen und Herren, gibt es zum Beispiel in dem EU-Land Polen. Warum also nicht eine Sonderwirtschaftszone auch bei uns? Warum nicht? Das heißt, eine Zone, in der bestimmten Betrieben oder bestimmten Wirtschaftsbereichen
Wirtschaftsbranchen durch steuerliche Maßnahmen geholfen wird, weil sonst Schäden drohen, gesamtwirtschaftliche Schäden, die wichtiger sind als die Einhaltung gewisser Prinzipien. In den einzelnen Bestimmungen und Voraussetzungen für eine Sonderwirtschaftszone ist viel Pro und Contra niedergeschrieben und eine ganze Menge Literatur zur Auslegung und zum Verständnis gibt es. Worauf es aber letztlich ankommt, ist der politische Wille. Darauf kommt es an. Der muss hier formuliert werden. Dieser politische Wille muss vom Saarland aus vorgetragen und durchgesetzt werden. Dazu dienen nicht allzu leise vorgetragene Forderungen an den Bund, etwa so, wie Herr Bouillon heute in der SZ zu einem anderen Thema redet. Dazu dienen unsere drei Stimmen im Bundesrat und dazu dienen bzw. müssten dienen unsere Spitzenpolitiker in der Bundesrepublik, wenn sie nicht eigene persönliche Karriereinteressen in den Vordergrund stellen würden und wenn sie nicht vergessen, wo sie herkommen. Noch ein paar Worte zur Wasserstofftechnologie. Die als angeblicher Ausweg ins Spiel gebrachte Wasserstofftechnologie, da werde ich ganz deutlich, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Lafontaine, diese Wasserstofftechnologie ist reines Wunschdenken. Denn dafür würde massenhaft Strom benötigt, der einfach nicht da ist. Dafür würden Leitungen benötigt, die auch nicht da sind. Und für die Umrüstung der Stahlwerke wären Milliarden Investitionen nötig, die natürlich auch nicht da sind. Kein Investor, der wirtschaftlich auch nur bis drei zählen kann, würde seine Mittel für so etwas einsetzen. Die Alternative heißt also, mittelfristig bis zur Aufzehrung des Eigenkapitals das Ende der Stahlindustrie an der Saar oder Ersatz der willkürlich herbeigeführten Kosten für Emissionszertifikate und natürlich der Schutz vor unfairem Wettbewerb. In diesem Sinne tätig zu werden, dazu fordern wir die Landesregierung auf. Ich danke Ihnen.